Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alarm für Cobra 11. Und wie ihr seht, stehen wir noch hier an der Stelle. Wie bei der letzten Folge versprochen, geht es jetzt hier so weiter. Wir stehen immer noch genau so da. Und ich würde sagen, fortsetzen. So. Let's do it, Leute. Let's do it. Kommen wir eh wahrscheinlich gleich wieder Besuch von der netten Polizei, oder? Alter, dieser Wagen, ey, der ist so nice. Da sind sie ja schon wieder. Ich dachte schon, die tauchen gar nicht mehr auf. Es scheinen mehr geworden zu sein. Sie rufen Verstärkung. Benutzt die Waffen und lock sie vom Treffpunkt weg. Alles klar, hab verstanden. Ach, Müll. Doch so viel gute Waffen habe ich, ja? Naja, naja, ich hab Müll auf mich gestreut, ja. Oh! Warum ist mir auch so was Schönes passiert? Hi. Aua. Dings locken hier zum Abgabeort. Also fahren wir mal hier hoch. Oh. Alles cool, alles cool. Hier ein bisschen Öl in die Kurve gekippt. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Wir müssen leider nicht geradeaus fahren. Und atme tief durch. Es wurde auch Zeit. So langsam wird's knapp. Keine Sorge, solange ich hinter dir bin, wird dir nichts geschehen. Ups. Und wie lange bist du hinter mir? Solange bis die Bullen uns zu nahe kommen. Super. Super. Sind wir uns ja mal einig. Gut gemacht. Das ist jetzt der letzte. Ist ein Verwandter eines Kollegen, macht seit mehreren Wochen einen auf Urlaub und erfüllt keine Aufträge mehr. Er hängt einfach ab und lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen. Im Moment sieht er sich wohl die Sehenswürdigkeiten des Landes an und ist gerade in der Nähe. Irgendwo an der Küste soll ein ausgemustertes U-Boot stehen. Da steht sein Wagen. Na dann. Mann, wird der sich wundern, wenn da nur noch ein leerer Fleck ist, wovor er seine Karre stand. Na, du hast nicht gerade einen guten Draht zu dem Kerl, oder? Schnaps ist Schnaps und Geschäft ist Geschäft. Wie war, wie war. Tjo. Kann man nichts dran ändern, ne? Wir müssen es oder so holen. Ob zwischen den gut oder schlecht ist, das wäre mir doch scheißegal. Hauptsache, ich habe eine Aufgabe und bekomme Geld, ne? Da ist ein Stoppschild. Das müssen wir gekonnt überfahren. War ich nicht. Oh ja, ging die gerade. Oh ne, sie ging runter. Schade, ich dachte, wir hätten jetzt eine richtig schöne Rampe so. Haben wir jetzt auch noch, aber nicht mehr so toll. Da ist ein LKW, mit dem ich mich nicht anlegen. Oh Gott! Warum ziehe ich auch im Gegenverkehr? Bin ich lebensmüde? Die Straßen sind 25.000 Meter breit und ich fahre im Gegenverkehr. Achtung. Ich glaube, da war mir einer im Weg. Habe ich ihn früh gewarnt? Denkt ihr schon, oder? Oh, da geht's ja noch gar nicht rein. Hier geht's rein. So, Leute, so überholt man, ja? Oh, das wird eng. Kurve hier ist scheiße, die kenne ich schon. Fliege ich gerne raus, wenn ich zu schnell reingehe. Ich glaube, die ist genauso, oder? Ja, ist sie. Da war noch der LKW im Weg. So. Ganz ruhig. Er stellt das Ding hier in den Straßenrand neben der Bushaltestelle. Hey, ich habe auch gemacht, ne? Gucken wir uns mal an. Okay, wir fahren ihn jetzt eh, aber... Nö. Das ist zum Glück der Letzte. Ja, wollen wir es mal hoffen. Ich habe auch echt die Schnauze voll. Was ist der für ein Sound? Hier. Hoffe ich aber diesmal eine bessere Waffe wie nur Öl. Der bricht aber leicht aus hinten. Och nee. Die scheinen dich ja mal richtig gern zu haben. Mich ignorieren die komplett. Ich rutsche einfach geradeaus durch. Hat. Na dann, auf ein neues. Aber wir haben ein Stoppschild mitgenommen. Jetzt weiß ich auch, warum ich das. Nein! Wow. Danke.
mal her. Ja, nur weil er über mich geflogen ist, ist Dampfer zu klein. Mit dem Schaden kann ich mich nicht mehr blicken lassen. Was? Ja, wiederholen! Das ist zum Glück der letzte. Mann. Ja, wollen wir es mal hoffen. Ich habe auch echt die Schnauze voll. Läuft bei mir. Okay, wir müssen es vielleicht diesmal ein bisschen besser anstellen. Vielleicht. Vielleicht. LKW schon wieder. Sie scheinen dich ja mal richtig gern zu haben. Mich ignorieren die komplett. Na dann, auf ein neues. Kommt doch her. Traut euch doch eh nicht. Oh, wenn es doch tust, dann passiert das. Fliegst du über mich. Oh. Ja, oder sowas Nettes. Dreh mich einfach. Kollege, fahr weg. Oh, ja, ist doch gut, oder? Ich muss mal hier weg. Ist das in Ordnung? Ugh. Oh oh, mein Damage-Balken ist ganz schön down. Leute, bitte! Oh Gott, ich gucke einfach nur als auf die Karte und so weiter und nicht auf die Straße. Ich sehe sie nicht mehr. Du kannst dich entspannen. Bremsen! Alle weg? Alle weg. Ja, wie schön. Das war eine wir sollten uns beeilen. Der Chef wartet auf die Lieferung. Und er wartet nicht gern. Yay. Yeah. Ich wollte mal den Nerven. Okay, bringen wir den Job zu Ende. Opfer. Der nervt mich eben hier irgendwie. Ist nichts Persönliches, aber ein nervt auch, ne? So. Nein. Bitte. Bitte, kein Schaden. Bitte. Okay, ich bin fucking Baum gerast, wieso? Alter. Alter, ich hab grad so dermaßen das Glück. Bitte nicht! Oh Gott, wieso fahre ich auch so, wenn ich gar keinen Polizisten aus hinter mir habe? Ganz langsam. Der Wagen ist fast Schrott, aber ist auch egal. Da kommt ja der Letzte. Das war sehr gute Arbeit. Und gute Arbeit wird mit viel Kohle belohnt. Danke, danke. Ich brauche immer Geld. Geld ist immer gut. So, was kommt hier Schönes? Ein Rennen, meine Freunde. Ein Rennen. Das fahren wir natürlich. Do it. Ja, komm, zieh vor mich. Komm, gib doch Gas. Wenn du schon vor mich ziehen kannst, kannst du auch Gas geben. Und mich nicht ins Kiesbett kriegen. Ja, komm. Nix kannst du. Oh, oh. Ich glaube ich auch nicht. Oh, doch, kann ich. Oh, oh. Nice. Nice, nice. Nice. Speiseeis. Warte. Unpassend. Aber egal. Ja, doch, ist ganz in Ordnung, das Rennen gerade, ne? Schick, fahren einfach mal aufs Gras. Deine Rivalen lassen echt auf sich warten. Boah, durchaus. Schon irgendwie. Aber das kann sich auch ganz schnell ändern, ne? Brauchen wir noch einen kleinen Fahrfehler machen und dann sind wir an uns dran. Also von daher. Nö. Wir warten. Wir werden sehen, was passiert. Aber eins weiß ich gewiss: Das hier ist schon mal die erste Runde. Wir müssen in den So, ab in die zweite. Diese Kurven hier, diese zwei. Oh, oh, oh. Ja, doch, leichte Beschädigung an der Motorhaube. Das kann man bestimmt ausbeulen. Ist nur eine leichte Delle. Also, ich glaube, das gehört sogar fast so. Aber es sieht auf der anderen Seite ähnlich aus.
Ich sehe da fast keinen Unterschied. Sieht jeder ein? Also ist das so gut oder fahren die anderen so schlecht? Ja, wie schon vor, keine Ahnung, Parts erwähnt, auf solch eine Frage antworte ich erst gar nicht. Das ist selbstverständlich. Nein. Also, nein. So war das jetzt nicht gemeint. Ich bin selbstverständlich so schlecht. Also, ich meine, die anderen so schlecht. Also, nein. Ich bin nicht so gut, sondern... Ach, ich weiß auch nicht. Ist doch egal. Hauptsache, ich fahre das Rennen hier nach Hause. Ob ich jetzt gut bin oder die anderen schlecht, ist doch dann nebensächlich. Solange ich gewinne, ist doch alles cool. Wisst ihr, der Typ hat mich schon wieder voll überfordert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, ja? Ich weiß nur eins, wir müssen das Ding hier gewinnen, nachdem wir jetzt gleich zwei Runden in Führung liegen. Also, wenn wir das dann nicht gewinnen und jetzt noch verschenken, wäre das ziemlich schlecht. Aber nur minimal. Aber wir liegen hier ja gerade ganz gut in der Zeit, ne? Ich glaube, ich halte das mal an bei Esso. Deine Rivalen lassen echt auf oder dich Aral. Warten. Shell. Schleichwerbung vor der Bett. Okay. Das könnte so ein richtig dummer Unfall gewesen sein, wo wir jetzt richtig viel Zeit verlieren, weil wir im Kiesbett feststecken. Aber egal. Wir haben super Plus getankt hier. Super Plus Plus. Rennstrecke hier, ne? Das ist ja eine tolle Rennstrecke. Guck mal, jetzt sieht die Motorhaube wirklich ziemlich gleich aus, ne? Also, jetzt würde schon gar nicht mehr auffallen, dass da was kaputt ist. Eigentlich. Das ist eine schlechte 9 daneben. Aber sowas machen wir doch nicht, oder? Wir wollen ja doch nicht gegen einen 9 verkaufen. Deine Rivalen lassen echt auf sich warten. Lassen sie das halt auf sich warten, aber ich meine doch nur. Wir wollen das Ding doch gewinnen. Ich dachte, du bist auf meiner Seite. Na ja, gut. Da habe ich wohl was Falsches gedacht, aber so hatte ich das verstanden. Und wir rasen nochmal schön über die Schwarz-Weiß-Geräte vielleicht. Saubere Leistung. Den ersten Platz hast du dir verdient. Danke. Danke. Mindestens dritten Platz. Hammer. Neue Strecke freigeschaltet. Und das war's mit dieser Folge. Ihr seht schon, beim nächsten Mal sind wir als Polizei, zivil, nein, zivil ist es nicht mal, als Polizist unterwegs, sagen wir es einfach so. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da, lasst einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.